Ich möchte nun einmal zeigen, wie man Karo-Papier zeichnet in Draw. Zunächst einmal brauche ich ein paar Voreinstellungen und hierfür gehe ich auf die Standardleiste und sage Symbolleiste anpassen und dann kann ich hier in die Suchmaske einmal GRU eingeben für Gruppieren. Das möchte ich einmal ganz unten einfügen, also drücke ich einmal hier drauf und sage hier einfügen. Dann brauche ich einmal aufheben. Das finde ich auch hier. Ich kann hier theoretisch auch dann einmal die Reihenfolge ändern. Das lasse ich jetzt so. Dann suche ich nach dem Befehl betreten. Den füge ich auch einmal ein. Und als letztes dann noch den Befehl verlassen. Jetzt habe ich meine Symbolleiste hier oben angepasst und kann jetzt loslegen. Ich checke erstmal, ob hier das Raster aktiviert ist. Ja, das ist am Rasterfangen ist aktiviert und dann lasse ich mir einmal mein Raster anzeigen. Ich zeichne dann zunächst einmal ein Quadrat. Das ist zweimal gesprungen hier. Dann ist es 0,5 cm mal 0,5 cm und jetzt kann ich einmal die Farbe einstellen auf weiß und den Randrahmen stelle ich einmal auf dunkelgrau, falls ich das nachher ausdrucken möchte und kopieren möchte. Und dann kann ich loslegen. Ich möchte dieses Quadrat hier duplizieren. Die Seitenleiste mache ich einmal zur Seite und dann kann ich ein bisschen reinscrollen mit der STRG-Taste und dem Scrollrad. Und wenn ich hier auf das Quadrat klicke, dann kann ich hier die STRG-Taste beim Windows-Rechner, beim Mac ist es vielleicht eine andere Taste, dann benutzen. Und dann drücke ich die STRG-Taste und verschiebe dieses Quadrat. Und dadurch wird es dupliziert. Jetzt kann ich hier mit der Auswahl einen Rahmen drum ziehen und dann habe ich beide markiert und jetzt kann ich wieder die STRG-Taste drücken und diese beiden Objekte verschieben bzw. dadurch dann duplizieren und dann wieder hier einmal einen Rahmen rumziehen, alles ist markiert und dann ziehe ich hier wieder weiter oder dupliziere dadurch. Und dann geht das eigentlich recht schnell. Kann ich hier auch schon ein bisschen kleiner scrollen. Und jetzt ziehe ich das einmal nochmal hier hin. Und dann brauche ich nicht alle. Jetzt markiere ich mal ein paar weniger. Wenn die übereinander stehen, ist es auch nicht schlimm. Jetzt habe ich hier meine erste Reihe. Und diese kann ich dann auch schon einmal gruppieren hier oben. Das heißt, ich klebe sie zusammen. Wenn ich hier die Gruppierung aufhebe, dann kann ich wieder alle einzelnen Quadrate dann bearbeiten. Hier habe ich dann noch einmal das Betreten. Das ist auch recht praktisch. Dann kann ich zum Beispiel hier nur ein Element dann verschieben und dann wieder verlassen. Das heißt, dann habe ich hier das auch wieder gruppiert. Das mache ich einmal zurück und jetzt habe ich hier meine Gruppierung und die Gruppierung, die kann ich jetzt auch mit der STRG-Taste duplizieren. Ich ziehe sie jetzt einmal nach unten und jetzt kann ich auch wieder alles markieren und dann hier dann mehrfach auch duplizieren. Und das gesamte Konstrukt kann ich jetzt auch zusammenkleben mit einer Gruppierung. Ach, es ist schon gruppiert. Nee, noch nicht. Genau, jetzt kann ich das alles gruppieren. Und dann habe ich hier mein gesamtes Karo-Papier. Das kann ich jetzt einfach, da brauche ich nur einmal raufklicken und dann kann ich das verschieben und es bleibt zusammengeklebt. Das Karo-Papier kann ich jetzt auch in einer Bibliothek speichern. Die Bibliothek befindet sich hier rechts und da lege ich einmal unter Neu eine neue Bibliothek an mit dem Thema Mathematik. Und dann kann ich hier das Karo-Papier reinziehen in den leeren Bereich. Das ist ein bisschen schwieriger. Dazu muss ich hier einmal 2 Sekunden
die linke Maustaste gedrückt halten, dann ändert sich der Pfeil. Jetzt ist so ein kleines Rechteck darunter und dann kann ich das hier reinziehen und dann kann ich das hier auch noch beschriften mit dem Titel Karo-Papier und dann kann ich hier sagen einfügen und dann wird es hier nochmal eingefügt, beziehungsweise wenn ich das, wenn ich ein anderes Dokument offen habe, dann kann ich immer auf meine vorgefertigten Zeichnungen zurückgreifen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.